Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Hildebrand GER. Ich wollte euch ganz kurz nur mal zwei Artikel zeigen in der Kinzigtal und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Denn Harry Dean Stanton ist ja bekanntlich verstorben, dazu habt ihr mein Video schon gesehen. Und ich wollte euch jetzt mal meine kleine DVD-Kollektion zeigen und eben im Anschluss diese zwei Artikel. Ich habe leider nicht mehr genug Speicherplatz auf dem Laptop für die Kameravideos, weil die sehr viel Speicherplatz wegnehmen. Aber im Mikrofon und die Kamera hier, die sind sehr gut und das bringt uns auch weiter. Als erstes wollte ich euch diese DVD zeigen, die ich immer wieder gerne schaue. Partly Fiction von 2013, die Dokumentation über Harry Dean Stanton, in der auch eindeutig nochmal hier beschrieben ist, dass Harry Dean Stanton in über 250 Filmen und Serien mitgewirkt hat. Sehr schöner Film, sehr schöne Dokumentation. Da erfährt man wirklich viel über diesen tollen Mann. Dazu passend, Partly Fiction, die Song Collection, die Lieder, die in diesem Film vorkamen, die Harry Dean Stanton auch selbst gesungen hat, ist ja ein grandioser Musiker auch gewesen. Und hier sieht man die zwei Freunde mit der Gitarre, in der Harry Dean Stanton auch Mundharmonika spielt und singt. Logan Sparks. Nee, das ist nicht der Logan Sparks. Sieht aber verdammt ähnlich aus. A Repo Man, in der ja Emilio Estevez und Harry Dean Stanton die Hauptrollen spielen. Emilio Estevez kennt ihr vielleicht von Charlie Sheen, ist nämlich der Bruder. Emilio Estevez, der Bruder von Charlie Sheen. Twin Peaks, der Film von David Lynch, der ja auch in Partly Fiction eine große Rolle mitspielt und mit seinem Freund auf der Couch ist und die beiden diskutieren über die Filme, die Stories und unterhalten sich und das ist so grandios gemacht. Wirklich eine Hommage für diesen Mann. Hawaii Crime Story mit Owen Wilson, Morgan Freeman, Charlie Sheen und Harry Dean Stanton. Powerplay von Jürgen Prochnow und Roy Schneider. The Fort war der vierte Weltkrieg. Und auch hier ist Harry Dean Stanton in einer großen Rolle. Spielt im Kalten Krieg. Die größte Hauptrolle von Natasha Kinski mit Harry Dean Stanton, Paris, Texas. Das war Harrys erste große Hauptrolle. Ein Film von Wim Wenders, deutscher Regisseur, Produzent, Filmemacher. Wieder David Lynch im Gespräch, nämlich hier. The Straight Story mit Russell Farnsworth. Richard Farnsworth. Eine wahre Geschichte, indem man mit dem Rasenmäher umherfährt und seinen Bruder sucht, der einen Schlaganfall erlitten hat. Und mit dem Rasenmäher fährt er dann dementsprechend meilenweit durchs Land, um seinen Bruder zu sehen. In der Szene, wo Harry Dean Stanton dann anfängt zu weinen als gebrechlicher, erkrankter Mann. Wunderschöner Film. Fear and Loathing in Las Vegas. Johnny Depp and Benicio del Toro. Auch mit Harry Dean Stanton. Klasse Film. Ich glaube, der ist Kult. Den kennt eigentlich jeder und wenn nur vom Fernsehen, den kennt ihr. Hunter S. Thompson. Ein englischer Film, Alien Autopsy. Auch mit Harry Dean Stanton. Hier sieht man ihn. Da spielt er einen Herrn, der das Originalfilmmaterial von Aliens hat. Und natürlich Big Love. Die Serie, in der es um eine Sekte geht, quasi, sage ich jetzt mal, ich will keinen Namen nennen, wo die Leute Harry Dean Stanton als Roman Grant als Propheten sehen,
Denn er ist ja. Denn er ist ja. Ja, mit Bill Paxton, Jenny Triplehorn und es geht eben um die Serie, geht um die Sekte, wo ganz viele Frauen in einer Familie sind. Das heißt, ein Mann hat 10 Frauen, Polygamie und dementsprechend auch viele Kinder. Und diese Serie ist auch, also die ist klasse gemacht. Sieht man auch hier immer schön verpackt und ist wirklich einfach ein HBO-Knaller. Kann ich nur empfehlen. Big Love, das ist jetzt die dritte Season. Schaut es euch an. Und natürlich zum Twin Peaks-Film. Die Twin Peaks-Serie. Da kommt ja jetzt auch die dritte Staffel davon raus. Und das ist die Definitive Box mit allem Filmmaterial, das es von Twin Peaks gibt. Und ich weiß gar nicht, ob drauf steht, wie lang die Spielzeit davon ist. Aber das sind, hier unten steht's, 1448 Minuten. 1448 Minuten. So, rechnet euch das in Stunden aus und ihr wisst, wie lange ich diese DVDs geschaut habe. Twin Peaks. Nochmal ganz kurz zusammenfassen. Harry Dean Stanton. Meine Kollektion in Gedanken an Harry Dean Stanton. Dankeschön. Ja, ich blende euch das jetzt nochmal ein und wir schauen jetzt rein. Ja, da haben wir das einmal in der Kinzigtal. Über Western Nebenrollen zum Paris, Texas Star. Ein sehr schöner Artikel, dankend an Harry Dean Stanton. Ich habe euch die Bilder dafür gemacht, denn die Texte lese ich jetzt nicht, weil das immer so ein Gekruspel ist mit den Zeitungen und ich möchte nicht, dass es kaputt geht. Und das gleiche habe ich hier. Das ist dieser lange Text, auch mit einem wunderschönen Bildchen. Und sehr dankend und wunderschön geschrieben. Und das habe ich euch auch mal so gut wie es ging abfotografiert, dass ihr es lesen könnt. Dankeschön und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da, teilt's mit euren Freunden, liked's und wenn ihr Fragen habt oder euch was gern auffällt, was wissen wollt, schreibt's mir unten rein und ich denke, ich bin dann so schnell wie möglich für euch da. Dankeschön für eure Treue, bis dann und bis morgen. Ciao.